3, 2, 1, Pädagogisches Salon, herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen eine Runde Scribble und mit dabei ist der Pummi. Hi. Und der Costa. Und ich würde sagen, wir sehen uns also gleich nach dem Intro wieder. Okay, okay, Leute, ich hab den Plan, okay? Okay. Nicht malen, aber ist egal. Warum sehen alle Dinger sehr komisch aus? Den Piep, Piep, Piep in kaltes Wasser hängen. So, und dann, wenn man... Was zur Hölle? Was? Ja. Hä? Laut? Nein. Oh Gott, okay. Ich hab gar nicht gedrückt. Hey, stopp! Ah. Hör auf zu malen, hör auf zu malen! Was macht das Ding denn bitte? Alter! Was zur Hölle? Leute, das braucht ihr für die Haare. La 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 la. Bin doch nicht so rum, du Spiel, du. Ich bin der Hässlon, aber. Hä? Oh Gott. Ich versteh's nicht. Das ist der Körper, das untere. Ja. Ich hätte einfach ist weggepustet worden, Leute. Weggepustet. Gehört irgendwie dazu. Oh, es war ein Föhn. Also, den Föhn hätte ich nicht gern zu Hause, weißt du? Nee, der pustet also ultra weg. Dieses Zeichentool ist gemein zu mir. Okay, ja, das denkt sich so, nö. Ich habe auch keinen Daumen, Leute. Ohne Daumen ist das viel schwieriger. Als Katze hat man einfach keinen Daumen, das ist viel schwieriger, eine Maus zu. Ich schenke Costa mal einen Daumen. Oh, guck mal. Oh, das ist ein Würstchen auf Schuhen. Ein Wurm. Aha. Ein lila Wurm. Oh, wo hat denn der seine Hände, Alter? Oh, das ist ein... Ein... Hä? Kannst nicht zeichnen. Hä? Ich hatte gerade kurz Dinosaurier. Ja! Ist das ein Dinosaurier? Das hat ein Bein, normalerweise oben stehen. Ah. Nein, das ist verwechselt gerade mit Kranich. Nein. Flamingo. Mann, ich hab mich einfach fünfmal vertippt, ich Dummkopf. Oh, okay. Was ist denn das, bitte? Okay, also, man stellt sich vor, ja? Klein Lenny sitzt in der Schule, ja? So, das ist sein Heft. Dann schreibt er da irgendwie Hallo. Und dann geht der Füller plötzlich kaputt, ja? So, und dann will er das hier wegmalen. Wie nennt man das denn? Ist mit Bleistift geschrieben. Wie macht man das dann weg? Also man könnte es auch theoretisch so machen, es gibt so einen, der hat... Oh, okay. Huch! Okay. Ich hab kurzzeitig immer das schreibt. Ja, man hat dann hier zum Beispiel... Oh, perfekt. Okay. Oh, easy. Digga, ja, win. Ne? Alter. So kassiert man Punkte. Wenn man Geschichte dazu erzählt, Leute. Schreibt eine Geschichte. Okay. Hasse. Ich muss es schreiben und nicht sagen. Verdammt. Oh, das sieht mir nicht gesund aus. Aubergine. Okay. Au, ernsthaft? Was könnte das sein? Warte. Ja! Pumi, hast du schon? Was? Also. Oh. Das jetzt macht es easy. Nee, Ah, nein! Ah. Okay. Ah. Ich wollte erst Orange schreiben, weil ich an Julian gedacht habe, wegen Grund. So. Okay, wir sehen einen grauen Strich. Leute, grau ist wohl die neue Trendfarbe. Voll. Diesen Sommer, voll im Trend. Grau. Ja. Oh, jetzt kommt's. Okay. Was? Alter. Was ist das? Das ist ein... Yes! Fuck. Woo! Nah dran, Costa. Nur falsch geschrieben. Ah. Weiß nicht, wie man das schreibt. Ah, okay. Mit I. Denk an die Limo. Li. Oh. Das ist die Wahrheit. Costa dürfte mehr zugucken, wenn die Eltern mit dem Spielzeug gespielt haben. So, Leute. Das ist schlechtes Wetter. Ja. Und dann kann das auch mal passieren, dass zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich das machen soll. Ich mach's jetzt einfach mit der Farbe. Ah, okay. So. Hier, oh, Scheiße, was ist das? Bei mir ist auf einmal alles markiert, warum auch immer.
bei mir ist gerade alles blau, okay. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der das mit dem Zeichentool irgendwie noch nicht ganz gerafft hat. Ja, ihr werdet es irgendwann noch hinkriegen. Okay, also, man stelle sich vor, man stellt sich vor, man hat hier so ein, warte mal, wir nennen es mal so. Verdammt. Zack, 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 zack. Das legt, normalerweise legen die Dinger immer weiße Eier, ja? Jetzt stell dir mal vor, du hättest was gefunden und wärst der reicheste Mann der Welt. Also wenn wir vorstellen, das hier wäre jetzt Pumi. Oh Mann. Der könnte die Dinger um sich schmeißen. Ich hab das Huhn damals gefressen, das goldene Eier legt. Das war ein Fehler. Scheiße. Nee, ich hab meins aufgehoben tatsächlich. Boah, clever. Ja. Schlachte nie das Huhn, was hier die goldene Eier liegt. Ja, das ist es. Aber es war so lecker, weißt du, und es war dunkel und ich hatte Hunger. Kann ich verstehen. Oh, yo. Desoxyribonukleinsäure. Herzlichen Glückwunsch, wie lange hast du das studiert? Ich kann DNA auswendig sagen. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang war es nicht. Hypomonstrosität? Irgendwie was mit einer Krone, oder? Ja. Aber Krone ist halt nicht ganz so lang. Das ist das nämlich im Königreich auch nicht. Oh. Afro? Oh, verdammte Scheiße. Es ist wahrscheinlich Hippie, Punk. Irokese, das hatten wir schon. Das ist aber richtig geschrieben. Hä? Ey, verdammt, als Obi. Was kann das sein, Alter? Hä, das aber. Schreibt man Irokese nicht so? Wieso? Ja! Bestehen. Es ist nicht Schnitt! Es ist. Die Frisur. Oh Gott. Was? Irokesenfrisur. Alter, was sind das für Wörter? Ich hab so lange kein Skribbel mehr gespielt. Alter. So, Lenny. Die meisten können so viele Wörter gar nicht. Nee, ich kann die auch nicht schreiben. Ich weiß nicht, wie man das... Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Oh. Heil. Nur eine. Yes! Was? Woo. Ja, zwei davon. Ah, okay. Dreck Pumi ist privat. Es ist nicht Italien. Pumi ist choosing a word. Ja, Pumi, hau mal raus. Alter. Okay. Pumi, ich glaube nicht. Komm, Pumi, erzähl mal eine Geschichte. Hallo? Also, wenn ihr im Orchester seid und ich kann nicht malen. Jetzt lasst mich doch bitte malen. Jetzt, okay. Also wenn ihr im Orchester seid und habt das wichtigste Instrument, welches Instrument spielt ihr? Ja! Das hat mir mein Lehrer früher in die Hand gegeben, hat gemeint, hör auf zu viel drauf zu kloppen, da kannst du nicht kaputt machen. Ihr kennt alles, SpongeBob. Ich kann selbst die nicht mal spielen. Kling! Nicht Glöckchen, kling. Aber nah dran. Mir kommt immer Mu raus, ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekomme. Mu? Mu? Meinst du Bu? Das kommt aus dem Publikum. Das sind die Leute, die Tomate abschmeißen. Das kommt nicht durch dieses Instrument zusammen. Scheiße, meine Eltern haben mich angelogen. Das erklärt ihre Tomaten. Komm, Tom. Okay, Pumi. Ja. Also, ich schreibe dir und Philipp jetzt einen Brief, ja? Da steht ganz fett dann da unten sowas drauf, ja? Warte mal. Pumi ist cool, aber. Oh. Du weißt, dass das, aber das zerstört vorher alles, ne? Ja. So, du liest diesen Brief und was wirst du tun? Du wirst ihn. Ah. Ich bin behindert, ich kann nicht schreiben. Ich weiß, was ich tun würde. Richtung, das macht man in die. Ich weiß, was ich tun würde. Ja. Ich kann das Wort nicht schreiben, bin ich behindert. Das ist nicht schlimm, Costa. Zerreißen. Aber er stinkt nach Katzenstreu. Schreib's mal mit scharfem S. Oh. Mit mein na 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 na. Musst du noch das Buch? Ja, da fehlt noch ein I. Aber passt schon.
Ach, Costa. Ich bin ein richtiger Held. Boah, er hat's doch geschafft. Krass. Wehe, die Triangel. Das war mein Leben. Oh. Ah, das sind Beine. Das ist halt safe. Oh, das ist eine... Jetzt bin ich überfordert. Yo! Okay, danke dafür, Tom, dass du das nicht so dargestellt hast gerade. Wie eigentlich wir das eigentlich sonst darstellen würden. Zombie-Abwehrmaschine. Ja. Okay, das ist jetzt Sonnen. Alter. Sonnenuntergang. Nee. Alter. Malt Lenny dick gerade. Alter. Was ist das? Ah. Hä? Oh. Yes. Katze nein, ich, hab, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Das ist aber die Wahrheit. Ein Pummi würde eh safe untergehen. Ja. Du bist zu fett für den Rettungsring. Du kämpfst doch gar nicht richtig rein. Richtig. Ich bin mein eigener Rettungsring übrigens. Cool. Ja. Der effektiv. Ja. Ich puste mich selbst auf. Sag bloß. Ja. Yo, na, 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 ich kenn das nicht. Na, 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 okay, Leute. Oh. Oh, doch nicht. Was zur Hölle? Einzige, was zählt. Die Beine. Was? Oh. Alter, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es mit den. Den nicht. mit den Zombie-Abwehrmaschinen hinten am Popo. Also. Costa, ein Schwein hat immer ein. Hinten. Edgar hat einen. Ja, ich weiß, dass er hat einen. Aber hä? Beine. Wie heißt das Wort? Wie heißt das Wort? Ringel. Ringelpiez. Ich bin intelligent. Ringelschwanz. Ja, Ringel wär's gewesen, Ringel ist leider falsch. Och Mann, Costa. Costa kennt scheint mit sowas nicht aus. Nee, ich verstehe das. Ja, ich verstehe das auch. Ach ja, Costa, okay, was machst du denn so? Wie wär's denn mit einem Fenster? Es ist kein Fenster. Mit einem, Oh, was ist das? Ist eine Pommes? Es ist ein Buch. Harry Potter? Teil nein, 8? Nicht. Oh, verdammte Scheiße, das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Nein, nein! Was soll ich dazu sagen? Ich bin ein religiöser Mensch. Oh. Ja, das. Ameno. Ameno, Ameno, Ameno. Ich dachte, bevor du nicht fertig wirst. Okay, also, ich male jetzt zuerst was euch nicht interessieren wird. So. Barack Obama? Ja. Also letztendlich geht es bei mir in meiner Geschichte heute darum, dass ich... Wir fangen diesmal anders an, sonst sind wir gleich fertig. So. Dann brauche ich das hier. Gelbe Hosen, oh. Oh, jetzt wird es wird's kritisch. Machen wir das so, ne? Und dann machen wir den Rest einfach mal oben drauf, warte. Was ist er denn? Das war gut. Das hast du gut gemacht. Hab ich gut gemacht, ne? Das war echt gut. Oh, lebst in der Beine, weil under the sea. SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Aus Google. Thomas, was ist denn SpongeBob? Aus Liebe, ja, das auch. Yeah! Das passt gerade gut, Alter. Hey, Alter, fertig! Ich würde sagen, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, vor allem bei dem Bubi und bei dem lieben Costa, auch bei Lenny und Tom, die noch mitgespielt haben. Ich würde sagen, die checkt ihr unten auf jeden Fall ab, die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.